Moinsinn, da sind wir wieder. Nächster Teil. Wir haben nun also die Einstellung vorgenommen. Wir haben die Ansichtseinstellung vorgenommen. Und nun kommen wir zu dem Punkt, wir sollen fahren. Huh. Wir haben es ja wohl endlich geschafft, dass wir ein paar Runden im Auto fahren können. Und dazu würde ich euch auch noch ein, zwei Kleinigkeiten mitgeben, damit euer Anfang eventuell nicht ganz so schwierig wird und holprig wird wie meiner. Also, wir sitzen nun in der Box im Auto. Was machen wir? Wir fahren mal los. In Klammern denkst du, würde ich nicht machen. Aus folgenden Gründen. Erstmal würde ich jedem empfehlen, der da draußen schon ganz, ganz hippelig ist und sich sagt, puh, jetzt muss ich aber unbedingt los, geht nochmal in die Garage zurück, wählt nochmal die Rubrik Setup und geht vielleicht erstmal auf das Safe Preset. Für den Anfang, damit ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen könnt. Hier gibt es von den Machern von Assetto Corsa Competizione vorgefertigte Setups, die euch dabei helfen sollen, erstmal reinzukommen in das Spiel. Jetzt habt ihr also wirklich ein ganz, ganz einfaches Setup geladen für das Auto. Setups sind für den Anfang erstmal völlig irrelevant. Also das Aggressive, wenn ihr nachher schon ein bisschen fortgeschrittener seid, und auch das Safe Preset reichen erstmal völlig aus. So, jetzt können wir zurück ins Auto gehen und wir werfen die Schüssel mal an. Und dann fahren wir einfach mal los. Und drehen mal kurz eine Runde. Und dann wird uns gleich eine Sache ins Auge springen. Und zwar unter mir, an der Seite, seht ihr vier Reifen. Diese vier Reifen sagen euch an, wie viel Reifendruck ihr habt und welche Temperatur sie haben. Der Reifendruck ist die Zahl und die Temperatur ist die Farbe. Wir fahren jetzt einfach mal kurz los und schauen mal, wie sich das verändert. In der Mitte die beiden Streifen, die jetzt gerade so ein bisschen türkis sind, als auch dunkelblau, das sind die Bremsen. Die sollten im Optimum so bei, ja, ich sag mal, die sollten grün sein. Dann haben sie eine gute Temperatur. Da muss man dann auch später mal ein bisschen darauf achten, weil wenn die Bremsen kalt sind, haben sie natürlich nicht so gute Bremsleistung. So, das heißt, wir fahren jetzt erstmal los. Okay, die Bremsen sind grün beim Anbremsen und Rausfahren. Sie kühlen jetzt ein bisschen ab. Das kann man also sehen, wenn sie ganz blau wären, da wäre es dann schon ein bisschen kritisch. Ich fahre einfach mal ein bisschen zu weit raus, aber das ist nicht so schlimm. Das ist für den Anfang erstmal jetzt hier gerade nicht so wirklich von Relevanz. Und wir fahren. Wir sehen so die Zahlen, die oben dran stehen, wo dahinter PSI steht, die wird ein bisschen größer. Das heißt, die Reifen werden wärmer. Und bei Reifen gibt es was sehr, sehr Wichtiges, und zwar den idealen Reifendruck. Und der ideale Reifendruck ist zwischen, sag ich mal, 27,4 und 27,6, sagt man sich so. Da haben wir das ideale Fenster. Wenn wir jetzt mal ganz genau unten hinschauen bei den Reifen, sehen wir, dass die Reifen in drei Teile geteilt sind. Das bedeutet, wir haben den äußeren Bereich, den inneren Bereich und wieder den äußeren Bereich. Was wir jetzt gerade sehen können, ist, dass alle Zahlen, die da dran stehen, relativ niedrig sind und nicht an die durchschnittlichen 27,5 rankommen. Die Temperaturen sind okay, die Bremstemperaturen sind okay, aber das stimmt noch nicht. Wir sehen in der Mitte den Streifen, der ist jetzt ein bisschen nach innen gezogen. Das heißt, unsere Reifen sehen jetzt an der Oberfläche aus wie ein U. Das bedeutet wiederum, dass nicht die maximale Fläche des Reifens von der Ausdehnung her Kontakt mit dem Asphalt hat. Das heißt, wir sind nicht im idealen Reifendruck. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir nicht den maximalen Grip erhaschen können mit den Mitteln, die uns da zustehen. Das heißt, wir fahren jetzt mal zwei Runden und dann schauen wir mal ganz genau, ob der Reifendruck nachher so weit stimmt, dass wir den mittleren Streifen so weit ausgedehnt kriegen, dass wir den maximalen Grip erreichen können. Weil das ist wirklich eine Sache, da solltet ihr drauf achten. Weil das ist am Anfang der größte, der größte Fehler, den die meisten Leute machen, dass sie nicht auf die Reifendrücke achten. Und dadurch, dass du nicht auf die Reifendrücke achtest, hast du keinen guten Grip und keinen guten Kontakt zur Strecke. So. Das heißt, wenn wir jetzt gleich über Start und Ziel fahren, gucken wir uns das mal... Oh Gott. Ja, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, der linke vordere Reifen, der ist jetzt so ungefähr bei 27,0. Man sieht schon, dass der mittlere Streifen im Gegensatz zu dem Reifen daneben rechts schon ein bisschen weiter ausgedehnt ist. Das heißt, der kriegt schon ein bisschen mehr Fläche. Aber
hinten links, vorne rechts und hinten rechts sehen wir immer noch die Probleme, dass die Reifen nicht die volle Ausdehnung erreicht haben und wir damit nicht den maximalen Druck erreicht haben. Das heißt also, wenn wir jetzt hier das Auto kurz hinstellen, stellen wir fest, dass alle vier Reifen nicht den idealen Reifendruck haben. Was bedeutet, wir gehen, drücken nochmal Escape, wir gehen zurück in die Garage und dann gehen wir in den Tab für das Setup. Und im Setup können wir jetzt hier vorne bei Tires oder bei euch dann Reifen, können wir sehen, dass wir hier das einstellen können, was nicht stimmt. Und hier sehen wir beispielsweise PSI Hot. Das ist der Reifendruck, den wir aktuell haben, an dem Punkt, an dem wir zurück in die Box gegangen sind. Das heißt also, hier würde stehen 27,1. 27,1 ist zu wenig. Wir möchten super gerne, ich sag mal, für mich, ich stelle es immer so ein, dass ich auf 27,6 ungefähr komme. Das heißt also, wenn jetzt hier 27,1 steht und wir möchten am Ende auf 27,6 kommen, brauchen wir noch 0,5 PSI mehr. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf den vorderen Reifen gehen, können wir dort einfach 1, 2, 3, 4, 5 mal klicken, um das noch auf diese Zahl drauf zu machen. Hier haben wir vorne rechts 26,1. Das heißt, wir müssten 15 mehr machen. Das heißt, vorne rechts kommen wir auf 27,5. Das sind bei Simracern oder auch im Rennsport sagt man Klicks dazu. Man klickt ja. Hier haben wir 26,2. Das heißt, wir haben 14 Klicks mehr. Das heißt also 1, 2, 3, 4 und dann nochmal 10 dazu. Das heißt, wir sind bei 27,1. Hier auch nochmal 2 dazu und dann nochmal 6 obendrauf. Das heißt, wir sind bei 26,5. Dann haben wir unsere Reifendrücke eingestellt und sollten jetzt so ungefähr auf den idealen Reifendruck kommen, um den maximalen Grip zu erreichen mit den Werkzeugen, die uns gegeben sind. Oder mit dem Auto, was uns gegeben ist. So. Wir fahren jetzt nochmal raus. Man sagt so, man braucht so circa 2 Runden, bis das so einigermaßen sich eingependelt hat. Bei manchen geht es schneller, andere brauchen da ein bisschen länger. Ich sage mal so 1,5 Runde und dann sollte das so ungefähr in dem Fenster drin sein. Aber das liegt auch, glaube ich, an meinem Fahrstil. So, dann fahren wir mal raus. Ihr könnt ja jetzt mal unten darauf achten, wie die Striche sich dann verformen. Wir haben vorne rechts, sind wir jetzt bei 27,3. Da sieht man, dass die Striche ungefähr, sage ich mal, auf einer Ebene sind oder, sage ich mal, auf einem Horizont. Wir fahren dann jetzt mal weiter. Die Reifen werden ja jetzt wärmer. Die Bremsen werden auch wärmer. Ah, wir sind schon bei 27,3, 27,4. Also wir nähern uns schon der Ausdehnung, die den Optimum an Grip bietet. Und das solltet ihr wirklich von Anfang an, solltet ihr das beachten. Wenn ihr die vorgefertigten Setups fahrt, sind die Reifendrücke meistens falsch. Also ist natürlich abhängig vom Fahrstil. Alles andere würde ich euch empfehlen, könnt ihr erstmal so lassen. Fahrt erstmal los, lernt die Strecken kennen, dreht eure Runden und schaut einfach mal, wie für euch so dieses Gefühl ist. Und was ich euch auch wirklich ans Herz legen kann, habt bitte Spaß. Also macht bitte nicht auf Krampf, weil auf Krampf werdet ihr irgendwann keinen Spaß mehr daran haben. Also wenn ihr euch jetzt natürlich Vorbilder nehmt, ist das sehr, sehr gut, nach denen ihr streben könnt. Aber bedenkt bitte immer dabei, ihr werdet das nicht von Anfang an gleich schaffen, so schnell zu fahren wie eure Vorbilder. Also, ladet das safe Preset, fahrt 1, 2, 3 Runden raus, schaut, wie sich die Reifen verhalten bei euch, guckt, ob ihr die Reifendrücke auf 27,5 bis 27,6 hinkriegt, so wie sie jetzt hier ungefähr sind. Und dann habt ihr den maximalen Druck und dann fahrt einfach drauf los. Fahrt drauf los, guckt euch ein bisschen die Strecken an, findet eure Bremspunkte. Aber dazu kommen wir gleich in der nächsten Folge nochmal. Daher werde ich euch nochmal so ein bisschen was erklären, wie ihr Bremspunkte finden könnt, die für euch am besten sind. Also an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge nochmal. Dann werde ich euch ganz kurz mal erklären, worauf man ein bisschen achten kann, wenn man eine neue Strecke lernt, damit euch das nicht so schwer fällt. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Vergesst das Däumchen nicht zu penetrieren, ob hoch oder runter. Es ist Feedback.
Ansonsten schreibt bitte noch ein paar Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr zukünftig noch andere Videos brauchen solltet oder sonstiges dergleichen. Und vergesst bitte nicht, die Glocke anzumachen. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssikowski.